Das Pilotprojekt Gesund Altern at BW hat das Ziel, Berührungsängste abzubauen und dadurch besonders älteren Menschen einen sicheren Umgang mit digitalen Gesundheitsangeboten zu ermöglichen. Information, Bürgerbeteiligung und Qualifizierung sind die Säulen, auf denen das Projekt basiert. Zur Information über digitale Gesundheitsangebote lädt der Volkshochschulverband Baden-Württemberg mit vielfältigen Kursen und Veranstaltungen ein. Formate zur Bürgerbeteiligung bietet das ZAWIF. Sie finden zum Beispiel in Form von Bürgerwerkstätten und Diskussionsforen statt. Im Bereich Qualifizierung bietet das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg die Ausbildung zur digitalen Gesundheitsbotschafterin bzw. zum digitalen Gesundheitsbotschafter, kurz DGB, an. Digitale Gesundheitsbotschafterinnen und Botschafter stehen älteren Menschen in ihrem Umfeld als Ansprechpersonen rund um Themen des digitalen Gesundheitswesens zur Seite. Das Ziel des Projekts Gesund Altern at BW ist ein souveräner und angstfreier Umgang mit digitalen Gesundheitsangeboten. An der Ausbildung können alle an dem Thema Interessierte teilnehmen, die Freude daran haben, ihr erlerntes Fachwissen mit anderen zu teilen. Die Ausbildung ist kostenlos und die Lernmaterialien werden vom Landesmedienzentrum zur Verfügung gestellt. Neben der Vermittlung didaktischer Grundlagen wird den Teilnehmenden Basiswissen zum digitalen Gesundheitswesen sowie zu konkreten Anwendungen vermittelt, wie beispielsweise Gesundheits-Apps oder die Digitalisierung aus ethischer Sicht. Nach erfolgreich absolvierter Ausbildung erhalten die Teilnehmenden ein vom Landesmedienzentrum ausgestelltes Zertifikat. Weiterführende Informationen zu Inhalten und Abläufen der Ausbildung zur digitalen Gesundheitsbotschafterin oder zum digitalen Gesundheitsbotschafter finden Sie in diesem Themenheft und unter www.lmz-bw.de.